Gratulation, ihr unterstützt Clickbaiting. Guten Morgen! Jeden, inklusive mich, ärgert es, wenn ja, es irgendeine interessante Überschrift gibt, ich die anklicke und die dann nicht aufgelöst wird. Sowas nennt man umgangssprachlich Clickbaiting. Da gibt es verschiedene Definitionen, aber wir wissen, worüber wir jetzt reden. Es geht nur um die Klicks und der Zuschauer, der wird einfach nur benutzt, dass er eben auf die Überschrift klickt und damit dem Blog oder dem YouTube-Kanal oder der Webseite höhere View-Zahlen generiert, die diese wieder gegenüber Werbetreibenden in Geld umwandeln können. So entsteht ein Haufen sinnloser Müll und ein Wettstreit um Klicks. Das inhaltliche Niveau, das sank und sinkt immer weiter, weil es nur noch um die Klicks geht und ja, nicht um den Menschen und den Menschen wirklichen Inhalt zu vermitteln. Es geht nur darum, dass dieser Mensch einmal draufgeklickt hat. Alles andere war egal. Dieses perfide System läuft aber nur, weil viele so dumm sind, obwohl ein Blog, YouTube-Kanal oder Webseite sie verarscht hat, trotzdem immer wieder auf neue Clickbaits zu klicken. Clickbaits heißt Klickköder. Und warum tun die Menschen das? Weil Menschen, wenn sie surfen, oft unbewusst, einfach so wie ein Zombie sich leiten lassen, von Video zu Video, ohne wirklich mal bewusst den Kopf einzuschalten. Was tue ich da eigentlich gerade? Und in so einer Unbewusstheit wird die Verarsche, die da auf einen zuprasselt oder einprasselt, die wird da einfach toleriert, weil sie ja als allgemein präsent wahrgenommen wird und damit dem Prinzip der sozialen Bewährtheit unterliegt. Und das führt dann wiederum dazu, dass noch ein Unbewusster dazu kommt und so verstärkt sich dieser Kreislauf immer weiter, immer weiter. Aber ihr müsst damit aufhören. Wenn ein Titel sich nicht auflöst und es nur darum geht, ständig die Menschen dazu zu bewegen, irgendwelchen hohlen Content sich reinzuziehen, dann könnt ihr diesen Trend nur oder dann könnt ihr gegen diesen Trend nur arbeiten, indem ihr damit aufhört, auf diese Sachen zu klicken. Das ist wie mit dem Konsum von Fleisch. Wenn ihr die Menschen weiter Fleisch kauft, dann wird Fleisch angeboten. Wenn ihr solche Überschriften, diese Clickbaits anklickt, wie diesem Video, dann fördert ihr diesen Prozess und diese Clickbaits bleiben erhalten. Andererseits muss man natürlich auch aufpassen, dass man nicht ins andere Extrem umschwenkt und jede marketingtechnisch aufpolierte Überschrift als Clickbait bezeichnet und damit einfach eine negative Grundstimmung ja, des sich für dumm Verkaufens in sich initiiert und fördert. Also der Gang in die Opferrolle. Überschriften und Thumbnails müssen interessant sein, um sich abzuheben und den Zuschauern, die eine unglaubliche Auswahl an Videos haben, gerade hier auf YouTube auch zu gewinnen. Man könnte das natürlich mit einem Bezahlsystem umgehen. Aber ehrlich gesagt, wie viele Menschen sind heutzutage bereit für Videos zu bezahlen? Dass es überhaupt Menschen gibt, die das tun, wie zum Beispiel meine Patrone, die ich an der Stelle mal erwähnen möchte, die monatlich freiwillig, völlig freiwillig meine Arbeit mit einem Euro oder mit mehr Euro unterstützen. Also danke nochmal dafür, ne? Das ist für mich selber total überraschend, aber zeigt, dass es Menschen gibt, die bewusst sich entsprechend verhalten. Menschen sind gewohnt, kostenlos Videos zu konsumieren. Und die Arbeit, die dahinter steckt, diese Videos auch zu machen, die wird oft gar nicht so wahrgenommen. Man sieht nur die Videos, oh, das ist doof, das klingt, aber da steckt hinter jedem Video auch Arbeit, ne? Recherche oder manchmal auch nicht, aber zumindest das Aufnehmen und das Hochladen des Beschriften. Ne? Also die Gegenseite, die YouTuber, die Videoersteller, ja, die werden nicht wahrgenommen und diese müssen natürlich auch entsprechend reagieren. Genauso wie auf dem Markt die Angebotsseite reagiert auf den Verbraucher. Ja, das ist immer so ein Hin und Her und man kann sich nicht auf dem Videomarkt behaupten und behaupten vielleicht, aber man kann sich nicht aufbauen, wenn man nicht gnadenlos auf Effizienz ausgerichtet ist. Wirklich gnadenlos auf Effizienz, entweder im Content oder in der Beschreibung oder ja, wenn man Überschriften, wie ich früher gewählt habe, Gewürze der Welt, Ingwer, Wirkung und Wissenswertes, dann wird man keine Chance haben, dieses Wissen an den Mann zu bringen, wenn dem gegenüber Überschriften stehen wie die geheime Kraft der Inkas. Heute wird das Geheimnis gelüftet. Der Ingwer.
So, obwohl das ja nichts mit Inkas zu tun hat, aber so mit I geschrieben, das reicht ja dann meistens schon für so ein Clickbait. Wenn man das als kleines Hobby betreibt und einen kleinen Kreis an Zuschauern unterhält, zu dem man natürlich auch erstmal kommen muss, dann mag das sein. Ja? Also es gibt da viele Kanäle, die seit Jahren immer nur noch 10, 20 Abonnenten haben. Also man muss erstmal zu so einem kleinen Kreis von ein paar hundert Abonnenten kommen, die man dann vielleicht bespaßen kann. Aber selbst das ist schon mittlerweile ein ganz gar nicht mehr so einfach wie früher. Es gibt da sehr viele YouTube-Kanäle. Aber wenn das so ist, wenn man nur so als Hobby ein paar hundert Leute bespaßen möchte, dann mag das gehen. Ja? Aber wenn man entweder wie ich die Welt verändern will, indem man so viele Menschen wie möglich verändert, oder wenn man einfach maximal Menschen erreichen will, um maximal Geld zu verdienen, ne, dann muss man aufgrund dieser Dynamik selber auch interessante Überschriften entwerfen. Ne. Aber da ist der Punkt, wo man wirklich die goldene Mitte finden muss. Interessante, marketingtechnisch aufpolierte Überschriften, die aber auf tatsächlichen Content hinweisen. Das wäre die goldene Mitte. Wenn dies nicht der Fall ist und man trotzdem weiter auf diese Kanäle klickt und diese Kanäle unterstützt, dann muss man sich nicht wundern, dass sich da auch nichts ändert an diesem gesamten YouTube-Markt, nach Blog-Markt, das ist ja nicht nur YouTube, das sind ja auch Textsachen, an diesem Clickbaiting. Glücklicherweise ist da jetzt ein Global Player, eine absolute Machtinstitution am medialen Markt in den Kreislauf gesprungen und versucht diesen zu unterbrechen. YouTube selber. YouTube hat bis vor einem Jahr nur nach Klicks gerankt. Also hat entschieden, wer viele Klicks hat, kommt hoch und entsprechend die Werbung verkauft. Mittlerweile ist die durchschnittliche Wiedergabezeit relevanter. Das bedeutet, wenn ich einen Köder geschluckt habe, Clickbait, ne, und auf ein Video klicke, aber dann merke, das ist überhaupt nicht das, was ich erwartet habe, und ja, verärgert weiterklicke und das Video nicht anschaue, registriert das YouTube und rankt das Video weiter nach unten, obwohl es geklickt wird. Natürlich gibt es Menschen, denen einfach alles egal ist und die sich einfach durch Videos nur betäuben und sich berieseln lassen. Aber das ist genau das, was ich vorhin angesprochen habe. Lasst diese Gruppe, die es zweifellos gibt, einfach mal außen vor. Ihr, diejenigen, die auf meinem Kanal unterwegs sind, das sind Menschen, die sich bewusst hinterfragen. Ihr seid garantiert auch oft geködert worden und entsprechend dann enttäuscht. Merkt euch das. Merkt euch das wirklich? Welcher Kanal hat mich geködert und wo war dann irgendwie irgendein Blödsinn drin? Welcher Kanal war das? Gehört das zum Standard des Auftretens dieser YouTuberin oder des YouTubers? Ne? Oder war das mal ein Ausrutscher? Ne? Das ist auch eine Frage von Respekt. Wenn ich irgendetwas annonciere, was dann nicht kommt, dann respektiere ich den Zuschauer nicht. Es sei denn, wie in diesem Video jetzt zum Beispiel, man will genau das instrumentalisieren. Wie ich das jetzt mache. Das ist eben die zweite Ebene der Bewusstheit. Das was leider viele nicht verstehen in der schnelllebigen YouTube-Welt. Siehe dazu auch das Video von Jennifer Rostock, wo der erste Ebene Denker sich über die Nacktheit aufregt, obwohl diese instrumentalisiert wird. Dass diese Nacktheit ja, natürlich trotzdem die positiven Effekte, also die Klicks, hat wie der kritisch angesprochene Bezug. Das macht es für diesen Menschen, diesen ersten Ebenedenker, da auch nicht so einfach, da sich hineinzudenken. Auch hier bei diesem Video. Dieses Video hat auf jeden Fall mehr Klicks, als wenn ich es, warum man ehrliche Überschriften wählen sollte, was ja der Grundcontent jetzt hier gewesen ist, ja, da hätte. Aber da die Überschrift eine Erfahrung und Selbsterkenntnis in dem Zuschauer generiert, ist es sinnvoll, das einzusetzen. Was man quasi kritisiert, da eben die Bandbreite der Zuschauer auch auf meinem Kanal durchaus sehr breit ist. Das ist nicht schlimm, aber man muss daran arbeiten, auch sag ich mal, ja, man kann es schon so sagen, weiter als seinen Horizont zu denken oder sich auf die Reise zu begeben hinter seinen Horizont. Das ist halt mit einer Bewusstheit meistens assoziiert. Ich bin gespannt auf Eure Gedanken zum Thema Clickbaiting und freue mich wie immer auf Eure Kommentare. Wir sehen uns morgen wieder, Euer Christian. Tschüss.